Aktuelle Lage im Landkreis Vorpommern-Rügen, 16. April. 75 Menschen haben sich bis zum heutigen Tag mit Covid-19 infiziert. 52 von diesen sind bereits genesen, 21 noch erkrankt. 4 von diesen werden stationär behandelt. 2 der Infizierten sind verstorben. Aktuell verfolgen wir 97 Kontaktpersonen. Heute ein paar kleine Ausführungen zu den Todesfällen. Grundsätzlich gibt es hier zwei Richtungen, wie man das sehen kann, oder auch die Menschen, wie die das sehen. Die einen sagen natürlich, es ist so, es trifft wirklich nur Alte und Kranke. Eine andere Gruppe warnt natürlich davor, das wird nicht so sein, weil wir wissen aus Berichten aus Frankreich oder auch aus Italien, dass hier auch hin und wieder ein junger Mensch dabei ist, der eben nicht diese Vorerkrankungen hatte. Dies ist für mich wirklich sehr schwer zu beurteilen. Für Mecklenburg-Vorpommern gilt aktuell die Aussage, dass die Verstorbenen in unserem Land wohl überwiegend mit Coronavirus gestorben sind, aber weniger an Coronavirus. Dankeschön.